eine derartige Essensquelle hat man ganz schnell ein gewaltiges Problem. So. 4, 5. Und den Dirtblock Baum. So, die Bäume, die jetzt hier alle entstanden sind, weg. Sollen so viel Setzlinge? Ja. Ja, man kriegt schon gut Setzlinge raus. Auch von den anderen Bäumen. Also an diesen Fichten, die habe ich eigentlich gesucht. Letztes Mal, aber war irgendwie weniger erfolgreich, die Suche. Also eigentlich gar nicht erfolgreich. Also wir haben die ganze Zeit ein Schneebiom gefunden, was irgendwie etwas schade ist, weil ich keinen Schnee gehabt hätte. Jetzt habe ich das Fach verkostet, doch wieder mit Wolle repariert. Ich hoffe einfach, es brennt nicht nochmal ab. Ich denke, da ist zum Beispiel ein Blitze oder sowas ähnliches. Es wäre sehr unschön, sage ich mal. Ein Blitz haust gleich wieder mal weg. Wäre zwar auch irgendwie der Klassiker, aber nee, danke, hab jetzt dann nicht so viel Lust drauf. Und mir kommt's gerade, ich hätte wahrscheinlich viel zu wenig Redstone haben für das ganze Unternehmen, was ich vorhabe hier. Boah, vom Eisen ganz zu schwimmen. Wobei Eisen habe ich, denke ich, schon einiges. Und weil ich ja hier wieder was rauskriege. Aber Redstone könnte knapp werden. Nicht, dass ich dafür dann nochmal runter muss und dann irgendwie über welches farmen muss. Das fände ich jetzt eher weniger cool, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich doch Gänge zu graben und Sachen zu farmen. Es gibt sehr viele Systeme, wie man es angehen kann, aber ist alles irgendwie untauglich für so ein Let's Play, meiner Meinung nach. Es gibt meinen, das ist. Nee. Hier sollte man das in Höhlen finden, aber das Problem ist halt. Hier richtig Höhlen zu finden, ist so eine etwas schwierigere Sache. Und ja. Ist etwas ungünstig. Ich habe jetzt natürlich nicht wirklich was zu trinken hingestellt. Ich habe nur einen Rest von gestern noch dastehen. Und der ist fast leer. Finde ich etwas uncool. Ein bisschen scharf. Das sind Wolle, habe ich. Immer schon wieder 20 Wolle. Wenigstens kann man sagen, wir kommen zu irgendwas und haben während der ganzen Sache hier wenigstens auch ein bisschen Wolle. Das ist eigentlich auch schon mal was. Finde ich persönlich. Es gibt wirklich spannendere Sachen als Holz zu fällen. Puh. Dass wir den einsammeln können, hätte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gedacht. Hat aber funktioniert. Überraschenderweise. So. Holzfällen ist sehr spaßig. Ja, ja. Eigentlich nicht. Ach, scharf. Hau ab. Wie viel
viel Holz haben wir denn eigentlich? Wahrscheinlich viel. Gar nicht mehr so schlecht. Ball weiter im Text und Bäume fällen. So. Gut. Mir fällt gerade nichts ein, worüber ich reden könnte. Tömmt die. Ja. Gut. Schon wieder dunkel? Ja. Ich dachte schon. Hier, doch hier ist unser Ding runter. Schon irgendwie einiges an Holz, das hier verschwindet. Sah aber ehrlich gesagt auch fast nach mehr aus am Anfang. Finde ich. Als er so dicht war auf dem Feld. Aber der Berg hier tut es mir auch fast ein bisschen leid, dass der weg muss. Bestimmt ein. Also man sieht sogar von hier oben das Meer. Nee, ja gut, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So. Lauf bitte nicht mit der Axt wegmachen, Gedi, dass du hast nicht so viele Äxte dabei. Oder wir haben massig nichts im Inventar. So. Werden eigentlich die Achievements gespeichert oder muss man die jetzt mit jedem Spielstart irgendwie, also mit jedem Versionsupdate neu reinholen? Wahrscheinlich nur, wenn neue Achievements herkommen. Ja, man kann ich das eigentlich hier? Oh, tatsächlich. Also müsste mir eine Workbench machen. Wie viele Achievements gibt es eigentlich? Boah. So viel ist es jetzt nicht. Was sind so die Statistiken? Was steht da drin? Angeblich, ja, ich spiele schon eine halbe Stunde. Interessant. Meine gesamten Statistiken. Okay, leider nicht die gesamten. Ich bin auch gespannt, ob die überhaupt fortgeführt werden. Trotz Updates. Das wäre interessant. Setzling. Schaf. Schaf. Danke. Hi. Ich bin vorne. So. Aua. Ach, diese Schaf. So, oh, hoppla. Ups, es. So, zurück müssen wir. Hier wird mir wieder eine Höhle angedeutet. Mittels eines tollen Geräusches. Oh je, es wird dunkel. Na dann wollen wir mal.
Hüpp. Und jetzt hier rein. Ups. Ja, das Holz muss ich nachher eh wieder mitnehmen. Bei der Gelegenheit könnte ich mir dann eigentlich da vorne ein kleines Strandhäusel ans Feld bauen. Wohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So intelligent kommt mir das nämlich gerade gar nicht mehr vor.